Es könnte 1954 gewesen sein, dass wir am 23. Dezember immer noch keinen Baum hatten. Irgendwie hatte ich die Hoffnung, der Förster kann dir helfen. Mit meinem jüngeren Bruder Hartmut und dem Schlitten machten wir uns auf den Weg in Richtung Wald. Es heult der Schneesturm, wir stapfen vom Schützenhaus an der Chemnitzer Straße mühsam durch tiefen Schnee über den ehemaligen Exerzierplatz in Richtung Wald. Dunkle, zur Stadt eilende Schatten und Schleifspuren verraten uns, dass noch andere Interessenten unterwegs sind. Wir suchen uns einen Baum aus. Aber wie diesen nach Hause bekommen? Naiv, wie wir losgezogen sind, glaubten wir, dass der Förster uns mit Glühwein und Werkzeug empfangen würde. Plötzlich steht einer der ansässigen Bauern vor uns. Ich tue so, als ob ich meine Notdurft verrichten wollte. Er lässt sich davon nicht täuschen und meint, ich habe auch noch keinen, und geht weiter. Wir ebenso, um uns eine Säge vom in der Nähe wohnenden Cousin zu holen. Er ist abwesend, wir finden nur eine stumpfe Eisensäge. In der Zwischenzeit ist es dunkel geworden, den ausgesuchten Baum finden wir ebenfalls nicht mehr und nehmen deshalb einen anderen. Nun ist es kein Sägen, sondern ein kräfteaufwendiges Fitscheln, bei dem mir trotz der Kälte der Schweiß in Strömen läuft. Als wir dann zu Hause den Baum bei Licht sahen, erschraken wir. Wir brauchten die ganze Kunst eines Restaurators und eine dunkle Ecke, das Kunstwerk zu verstecken. Vom Förster hätten wir wohl eher eine Belohnung für Umweltfreundlichkeit erhalten, anstatt einer Strafe.